Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, heute wollten wir uns an den Horrortrips versuchen, aber wie man jetzt eventuell erstmal sieht, ich habe die Klassen mal neu zugeordnet. Wir kämpfen jetzt mit dem Blitzfechter bei Noah. Und ansonsten habe ich auch noch die anderen Klassen ein bisschen zugeordnet. Ich habe sogar hier diese eine Heldenklasse jetzt mal hier untergeordnet. Die mit den Nunchakus. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem Horror-Trip. Dass wir den einmal machen. Mal gucken, wie weit wir es schaffen. Ach, wir können auch nur mit einem Charakter. Let's go, Noah. So, mal gucken, wie weit wir es schaffen. Die Chronopon-Uhr. Beim Horrortrip unterliegst du der Chronopon-Uhr. Sie ist so heilig, dass sie einen speziellen Namen hat. Sie nimmt mit der Zeit ab und wenn sie völlig leer ist, wird deine gesamte Gruppe mit negativen Effekten belegt. Welche Gruppe? Sie sind gerade alleine. Drei Faktoren werden dann stark reduziert. KP wiederherstellen, Technik auf Laderate und die Geschwindigkeit des Aufhelfens. Okay. Wir dürfen niemals diese Uhr leer werden lassen. Wir haben eine Phase schon mal geschafft. So, jetzt haben wir den Laden hier und da können wir uns jetzt Sachen kaufen. Können wir uns auch Helden gönnen. Ich denke aber mal nur welche, die wir bisher freigeschaltet haben, aber ich sehe schon mal neue Helden direkt hier, ne? Ja, da steht auch nochmal, die sich die angeschossen haben. Ah, okay, und das ist wirklich Woke-like-mäßig. So, du kommst in mein Team. Ino muss ja dabei sein. Ist wahrscheinlich dumm, jetzt schon den Horrortrip zu machen. Okay. Okay. Ich habe alles verstanden. Wir machen das, Ino. Sage ich doch. Mischtickets. Okay. Also jetzt gerade können wir halt nur die beiden dabei haben. Das wird wahrscheinlich nicht lange gut gehen. Aber ja. Schleudersturm. Okay. Okay, hab's verstanden. Bisher ist es noch einfach. Ach, jetzt darf ich Embleme kaufen, ne? Ich habe keine 4 Akne im Team. Aber das ist definitiv Roguelike-mäßig hier. Ja, muss ja irgendwas nehmen, ne? Oh, wir haben die Ebene gewechselt. Okay. So, ein bisschen gestärkt. Ich muss schon sagen, die Doppelklingen, die gefallen mir. Ja, Gegner mit Angriffsketten besiegen, alles hier gibt Punkte, ne?
Okay. Ich würde mal sagen, wir erhöhen mal unsere Angriffskraft und unser Geschick. Das da bringt uns ja nichts. So, erstmal meinen Schaden steigern. Und tot. Oh, das könnte ich gerade gebrauchen. Easy. Also bisher noch easy, ne? Wir haben nur einen Angriff, der bringt nichts. Ich würde mal sagen, aufsparen. Also das ist zumindest schon mal ein interessantes Prinzip, ne? So, jetzt mache ich die fertig. Ja, von uns hat keine Schmetterling oder Explosion. Nee, gibt wahrscheinlich Besseres. Ja, das müssen wir nochmal machen, wenn wir richtig viele Helden haben. Dann machen wir das nochmal auf jeden Fall. Weil jetzt gerade ist ja mehr oder weniger Unsinn, ne? Das kann man gut gebrauchen. Mehr Heilung. Jetzt gerade noch nicht, aber später wahrscheinlich. Wir machen heute wahrscheinlich auch nichts anderes als das hier, ne? Sag ich mal jetzt schon. Oh, Nopon-Uhr müssen wir ja auffüllen. Nicht vergessen. Das hätte ich jetzt gebrauchen können. Ich habe schon wieder nicht geholt, aber Nopon-Uhr ist ja wichtiger. Oh, ein Boss. In der Barriere natürlich stehen. Okay, dich machen wir alle. Nein, 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 ich will nicht in Ohnmacht sein. Das ist ekelhaft. So, zack. Das Ding haben wir gleich down. Man braucht die Klinge der Ewigkeit lang, bis sie aufgeladen ist. Ach, hör doch auf. Nein. Nutz doch deine Heilungstechniken. Muss darauf warten, dass ich mal geheilt werde zur Abwechslung. Danke. Wenigstens eine Barriere. Ach, ich liege schon wieder auf dem Boden. Ino macht das, ne? Das Ding hat sich geheilt. Ihr macht doch auch mal deine Heilung. Ja,
weiß, dass du Heilungstechniken hast. Geht doch. Wenigstens besiegt. Nein. Das holen wir uns kostenlos. Mehr Max-HP und bessere Heilung, falls er sie auch mal endlich einsetzt. Also, ich finde diesen Modus ganz interessant. Kann man ab und zu mal machen. Aber halten on-screen nur einmal noch, wenn ich richtig viele habe. Ansonsten würde ich das nur off-screen machen. Klinge der Ewigkeit hebe ich mir mal auf. Okay, hier wurden alle besiegt. So, wir müssen mal unsere Angriffskraft ein bisschen steigern. Okay, ich verstehe jetzt auch, wie der Modus so ein bisschen funktioniert. Man behält so ein bisschen von der Ladung davor. Aber nicht komplett. Der Sedo macht aber auch seinen Job überhaupt nicht. So, Klinge der Ewigkeit. Ich hätte vielleicht mich so hinstellen sollen, dass es alle trifft. So, Schleudersturm mal zur Abwechslung. So, war sie geschafft. So, das müssen wir uns holen. Wir haben keine Schwächung auslösen kann. Wir könnten noch mal mischen. So, bin bereit, euch eine Runde zu hauen. So, mich so hinstellen, dass ich gleich alle treffe. So, hab alle erwischt. Aber ich glaube, spätestens Level 20 werden wir verrecken. Ja, wir nutzen jetzt mal dieses Mischen. Hä? Okay. Gegönnt. Wir sehen auch viele neue Gegnertypen, ne? So, einer tot. So, nur noch einer. Oh. Das hätte ich so gern. So, einer tot.
Mann. Mann. Ich will noch mitkämpfen. So, die Klinge der Ewigkeit heben uns für den nächsten auf. Ja, den Punktegewinn kann man ruhig mal verbessern. Ich glaube, damit können wir noch ein bisschen warten. So, ich bin nicht zum Bluten. Lieber auf den, der schon angeschlagen ist, Leute. Oh, Mann. Oh nein, no. Meine Leute, wie weit schaffen wir es? Schreibt es jetzt in die Kommentare. So, das muss ich jetzt auf jeden Fall kaufen. Ich glaube aber nicht, dass wir den zweiten Boss schaffen. Jetzt werde ich ihn da platt machen. Und Zero sollte eventuell auch mal seine Heiltechnik nutzen. Viel Glück, Nio! Ino. Ich glaube an dich. Na, jetzt mal den da platt. Alles liegt an Ino. Aber das hier ist jetzt eigentlich gerade so ein Beweis dafür, ne, dass wir den Boss wahrscheinlich nicht schaffen jetzt bei Phase 20. Vor allem, weil der Heiler seinen Job nicht macht. Und bin tot. Wir hätten gleich die Angriffskette. So, auf euch alle. So, erst mit dem Wolf fertig machen. Der ist schon fast tot. Ja, das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen, wenn wir halt mehr Leute haben. Ich weiß, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Aber es ist halt Realität. Oh nein, no. Blute. Ah,
Ob wir den noch down kriegen? Man weiß es nicht. Oh, wir haben ihn noch down bekommen. Geringfügig, einfach 20% mehr. Ich versuche mir die Angriffskette für den Boss aufzuheben. So, jetzt einmal ganz kurz bitte auf den Hasen konzentrieren, dass er weg ist. Weil wenn wir nur einen Gegner haben, dann kann das funktionieren. Das könnte noch funktionieren, dass wir den Boss noch sehen, den zweiten. Jupp. Wir werden so oder so nicht schaffen. Es wird überhaupt nicht funktionieren, das sage ich jetzt schon. So, einmal ein Flächenangriff. Das wird so wenig bringen. Wir werden jetzt so hart verrecken. Ja, das bringt ja auch so viel. Boah, seine Heilung ist aber auch der letzte Rotz, ey. Wir können allein schon wegen der Uhr nicht gewinnen. Wir haben einfach viel zu wenig Helden hierfür. Einen nehmen wir noch mit. Ich sag doch, einen nehmen wir noch mit. Natürlich kann das Ding auch blocken. Hey Leute, wir haben unser Bestes versucht. Ja, es bis zur Phase 20 geschafft. Das glaube ich für den Spielstand, wo wir gerade sind, gar nicht so schlecht. Oh, jetzt kriegen wir kaum noch die Techniken. Ja, jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir sterben. Und tot. Aber hey, das war für den Anfang, glaube ich, sehr gut. Wir haben zumindest was bekommen.
Okay, damit haben wir jetzt den Horrortrip einmal gemacht. Ich würde sagen, das war doch eine interessante Folge. Beim nächsten Mal machen wir dann auch endlich mit der Hauptstory weiter. Ihr könnt dann auch endlich dieses Meme in den Kommentaren sein lassen. Hier wird... Eines Tages wird er endlich mal die Hauptstory weitermachen. Irgendwelche Legenden in der Hand, das durfte ich halt schon lesen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!